Die Menschheit steht an der Schwelle zu einer aufregenden, fantastischen Zukunft. Und schon heute holen sich, vor allem junge Menschen, diese Zukunft begeistert in ihre Wohnung. Der Schlüssel zu jener Welt von morgen steckt in diesen Geräten. Computer, die inzwischen so billig geworden sind, dass sie sich jeder leisten kann. Kaum einer macht sich noch Gedanken darüber, welche immense Leistungen der menschliche Geist vollbringen musste, bis diese Wunderwerke geschaffen waren. Computer begleiten uns auf Schritt und Tritt, ohne dass wir uns noch etwas dabei denken. Sie begegnen uns in der Luft, auf der Schiene, auf der Straße. Ohne Computer gäbe es keine Raumfahrt, keine weltweite Kommunikation, keine moderne Technik. Für die gleiche Leistung, die heute so ein kleines Gerät vollbringt, waren früher ganze Säle mit Dutzenden von Schränken erforderlich. Colossus 1 und der legendäre amerikanische ENIAC-Computer sind die Zeugen einer Geschichte, die erst vor 40 Jahren begann. Von Elektronik sprach damals noch niemand. Röhren und Relais waren die Bauelemente dieser ersten Computer. Auch im Deutschen Museum in München steht ein EDV-Veteran. Der Z3 von Konrad Zuse mit mehr als 2600 Relais. Der billigste Taschenrechner leistet heute mehr als dieses Monstrum, das wie ein Traktor vor sich hin tuckert. Die Revolution in der Computergeschichte kam mit dem Transistor. Da er wesentlich weniger Energie verbrauchte, schneller arbeitete, zuverlässiger und enorm billiger war, machte er die Elektronenröhren zu aussterbenden Technik-Dinosauriern. Ein gewaltiger Schritt zur Verkleinerung der Geräte war getan. Die Zusammenfassung mehrerer Transistoren auf einem Siliziumplättchen führte zum Chip. Heute sind Millionen von Transistoren mit Tausenden von Funktionen auf einem einzigen dieser Winzlinge versammelt. Technische Wunderwerke, die mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennbar sind. Die Geburtsstunde der kleinen, billigen Computer für den persönlichen Gebrauch hatte geschlagen. Doch auch heute ist noch ein langer Weg mit vielen Stationen und unvorstellbarer Präzision zurückzulegen, damit Computerleistung wirklich preiswert ist. So kann zum Beispiel Commodore, der führende Mikrocomputerhersteller der Welt, seine Computer nur deshalb so günstig anbieten, weil die eigene Chip-Technologie verwendet wird. Das bedeutet, zuerst wird das Computerdesign entwickelt und dann dazu passend die geeigneten Chips. Commodore ist damit weitgehend unabhängig vom Weltmarktgeschehen und maßgeschneiderte Chips mit höchster Integrationsdichte führen eben zu preiswerten Geräten. Unternehmen wir doch einmal eine Reise in die fantastische Welt der Mikroelektronik. Begleiten wir den aufregenden Werdegang eines Computers, der wie wir ein Produkt unseres Kosmos ist. Auch er ist letztlich aus Erde gemacht. Doch seine Schöpfung ist ein Triumph menschlichen Geistes, die Arbeit unzähliger Schöpfer auf der ganzen Welt. Bis das Computerherz zum ersten Mal schlägt, hat es eine weite Reise zurückgelegt. Reisen wir mit. Alles Leben entstand im Meer. Aus dem Meer zog es ans Land und bevölkerte es. Der Mensch ist die vorläufig letzte Stufe in dieser langen Entwicklungsgeschichte. Dort, wo sich Kontinente und Weltmeere begegnen, liegt auch das Ursprungsmaterial für den Computer, Silizium. Denn Sand ist nichts anderes als Siliziumoxid, Ausgangsmaterial für die elektronischen Bauelemente. Silizium ist das zweithäufigste Element der Erdrinde. Man findet es in Sandstein, Quarz und Bergkristall. Den Baustoff für die Elektronik gibt es also im Überfluss. Aus solchen Gesteinsbrocken gewinnt man das Rohsilizium. Silbrig glänzende Kristallformationen, die fast schon zu 100% rein sind. Und auf diese Reinheit des Materials kommt es an. Als Computerbaustoff ist Silizium nämlich nur dann tauglich, wenn absolut keine Verunreinigung mehr darin enthalten ist. Auf 10 Milliarden Atome darf höchstens ein Fremdatom kommen. Dazu ein Vergleich. Ein Maßband von der Länge des Erdumfangs dürfte nur um Millimeter vom tatsächlichen Umfang abweichen. Doch zurück zum Silizium. Aus den Kristallbrocken
werden in komplizierten Verfahren Siliziumstäbe gezogen, von denen man kreisrunde und hauchdünne Scheiben absägt. Später bringt man auf diesen Siliziumscheiben die elektronischen Schaltkreise auf. Ein faszinierender Vorgang, auf den wir später zurückkommen werden. Zuvor sind nämlich noch andere Fragen zu beantworten. Was sollen diese Schaltkreise können? Wozu sollen sie eingesetzt werden? Wie sollen sie konstruiert sein? Die Antworten hängen von vielen Faktoren ab. Von Weltmarktüberlegungen, von der verfügbaren Technik, den Anforderungen der Kunden und vor allem von den Ideen der Commodore-Ingenieure. Bei der Realisierung helfen die Computer sich gewissermaßen selbst. Denn die Konstruktion von Bauelementen mit tausenden von Schaltkreisen auf einer Fläche von nur wenigen Quadratmillimetern ist mit Papier, Lineal und Bleistift nicht mehr möglich. Bei einem Mikroelektronik-Schaltkreis, der auch Chip genannt wird und zum Beispiel 64.000 Zellen mit vielen Einzeltransistoren enthält, ist es völlig unmöglich, Zelle für Zelle einzeln zu zeichnen. Diese Arbeit übernimmt ein Konstruktionscomputer. Das bedeutet, die Zelle muss nur ein einziges Mal gezeichnet und dann in den Computer eingegeben werden. Mit einem elektronischen, auf einem Tablett bewegten Griffel fügt der Schaltungslayouter, wie hier im Commodore-Werk Westchester in der Nähe von Philadelphia, durch einfaches Antippen auf dem Zeichenbrett Zelle für Zelle zusammen. Dabei lässt sich jeder Schritt auf dem Bildschirm verfolgen. Computer-Aided Design heißt diese Konstruktionsmethode. Auf Deutsch, Computer helfen dem Menschen, sich in diesem Irrgarten von Leitungen, Transistoren und anderen Bauelementen zurechtzufinden. Es kommt hinzu, dass diese Chip-Baupläne auf mikroskopisch kleines Format reduziert werden müssen. Welcher Stift aber könnte Strukturen, die mehr als 10-mal feiner sind als ein menschliches Haar, auf die Siliziumscheiben übertragen? Nur der Computer kann das. Damit alle Einzelheiten der Chippläne erkennbar sind, werden sie zunächst mit einem computergesteuerten Zeichengerät, dem Plotter, zu Papier gebracht. Welch ein Wunder, dass diese Riesenpläne mit ihren 100.000 Einzelheiten später auf einem nur wenige Quadratmillimeter großen Chip wiederkehren. Diese bunten Konstruktionszeichnungen auf dem Bildschirm werden zunächst in Computersprache übersetzt und dann auf Magnetband gespeichert, so wie Musik auf einem Kassettenrekorder. Im Chip-Herstellungswerk sorgt ein anderer Computer dafür, dass eine winzig kleine Herstellungsmaske für die Chips entsteht. Dazu spielt er das Magnetband mit den digitalisierten Chip-Bauplänen wieder ab. MOS Technology, so heißt die Fabrik von Commodore in Norristown, eine halbe Autostunde von Philadelphia entfernt. Kein Mensch sieht dieser Fabrik in einer saftig grünen Erholungsgegend an, welch fantastische Gebilde in ihrem Inneren entstehen. Chips, die elektronischen Bauelemente, ja in gewisser Weise die Organe der Computer. Zu Millionen werden sie später in die Geräte verpflanzt. So friedlich das alles aussieht, ist es ein scharf bewachter Sicherheitsbereich. Denn was im Inneren dieser Fabrik geschieht, ist streng geheim. Sicherheitsbeamte kontrollieren das Gebäude von außen und von innen. Niemand kommt herein, niemand hinaus, der nicht dazu befugt ist. Nur wir als Gäste dürfen einen Blick in diese heiligen Hallen werfen. Das ist also die Alchemistenküche der Chipbauer, aus der auch der legendäre Mikroprozessor 6502 stammt, der zu einem der meistverwendeten Computerprozessoren der Welt wurde. In drei Schichten rund um die Uhr wird fieberhaft gearbeitet. Nicht eine Sekunde stehen die Apparate still. Die unterschiedlichsten Chips erblicken hier das Licht der Elektronikwelt. Unser Magnetband ist inzwischen in der Fabrik gelandet. Das Herz dieser Fabrik ist hermetisch abgeriegelt. Im Inneren herrschen Bedingungen wie in einem Raumschiff, das als Operationssaal dient. Kein Stäubchen darf herumfliegen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen ständig konstant bleiben. Eine Elektronik-Raumfahrerin passiert die Schleuse und steigt in Schutzanzug, Überschuhe und Häubchen. Sollte sich dennoch ein Stäubchen durchgemogelt haben, die Air Condition saugt es auf.
Clean Room. Das bedeutet Sauberkeit und Reinheit in einem Ausmaß, das noch die Hygiene in unseren Krankenhäusern übertrifft. Der Grund liegt in den mikroskopischen Strukturen der Chips. Ein Stäubchen, das während der Herstellung auf die elektronischen Schaltkreise gerät, würde dort verheerende Auswirkungen haben. Vergleichbar einem Riesenmeteorit, der alle filigranen Strukturen zerstört. Wie aber kommen nun die Baupläne vom Magnetband auf die Siliziumscheibe? Nun genauso wie eine Fotografie aufs Papier. Die Fotodunkelkammer ist in fahlgelbes Licht getaucht, damit nichts passiert. Hier entsteht eine jener Fotomasken, mit denen die Siliziumscheibe vor der chemischen Behandlung belichtet wird. Da die Herstellung eines Chips in mehreren Schritten erfolgt, sind für jeden Schritt eigene Fotomasken erforderlich. Auch das erledigt wieder ein Computer. Er liest die Baupläne vom Magnetband und erstellt eine Fotografie, die etwa 10-mal größer ist als die Fläche des Chips. Diese Fotografie, gewissermaßen das Passbild des Chips, wird auch Reticle genannt. Unter dem Mikroskop zeigt sich, ob alle Werte stimmen, denn Fehler wären katastrophal. Doch nun geht die Fahrt in den Mikrokosmos erst richtig los. Vom Reticle werden 10-fach verkleinerte Kopien gefertigt. Das erledigt diese computergesteuerte Präzisionsmaschine. Im bläulichen UV-Licht entsteht so die Fotomaske für die Herstellung vieler Chips auf einer einzigen Siliziumscheibe. Auch jetzt wird wieder geprüft. Sonden bohren ihr rotes und grünes Licht in die Vorlage. Auf dem Radarschirm lässt sich das winzige Geschehen beobachten. Computertestprogramme vergleichen Original und Kopie. Diese Prüferin braucht Fingerspitzengefühl. Es ist, als ob sie mit dem Hubschrauber eine Stadt abflöge, um eingestürzte Häuser und Gebäudeschäden ausfindig zu machen. Alles in Ordnung? Die Fabrikation kann beginnen. Was dabei geschieht, zeigt die Grafik. Die Siliziumscheibe, auch Wafer genannt, wird mit einer Oxidschicht überzogen. Über diese Schicht kommt lichtempfindlicher Lack. Diese Fotoschicht wird durch eine Maske mit den Strukturen des späteren Schaltkreises hindurch belichtet und der belichtete Teil chemisch entfernt. Das ungeschützte Oxid wird weggeätzt, der Fotolack beseitigt. Danach erfolgt die Diffusion, die gezielte Behandlung mit Fremdatomen. Dieser Vorgang wiederholt sich mit den unterschiedlichsten Masken immer und immer wieder, so lange bis alle Schichten auf dem Chip übereinander liegen und ihr Zusammenspiel die gewünschte elektronische Funktion ergibt. Es ist 12 Uhr nachts. Die dritte Schicht nimmt ihre Arbeit auf. Die oxidierten Waferscheiben fahren in den Diffusionsofen, wo sie mit Bohratomen elektronisch gemacht werden. Drei Stunden später. Die Wafer kommen aus dem Ofen zurück. Dank ihrer Behandlung trägt die Siliziumscheibe jetzt Transistoren, zu Hunderttausenden und winzig klein. Die Reise kann weitergehen. Den nächsten Vorgang nennt man Implantation. Bei ihm werden geladene Partikel, nämlich Ionen, ins Siliziumkristall eingebracht. Wie Opladen auf einem Backblech liegen sie da, wenn sich die Ionenkanone schließt. Von jetzt an stehen die Wafer unter Dauerbeschuss. Geschafft. Aber doch nur wieder ein Schritt, dem noch viele Schritte folgen. Schicht für Schicht legt sich auf diese Weise übereinander. Ein Heer von Mitarbeitern prüft und kontrolliert.
Computer testen die Chips auf Herz und Nieren. Man fühlt sich in eine Forschungsstation auf dem Mond versetzt. Die Schlechten erhalten einen Punkt, der sie gewissermaßen brandmarkt. Nach mehreren chemischen Behandlungen landen die Waver mit ihren Chips bei der elektronischen Akupunktureinrichtung. Die Maschinen sind mit einem schwarzen Tuch verhüllt, da die Chips kein Licht vertragen. Schlüpfen wir also auch unters Tuch. Diese Nadeln sind Testspitzen, die auf dafür vorgesehene Testpunkte fahren und die elektronische Funktion des Chips überprüfen, und zwar automatisch, sofern der Waver am Anfang richtig justiert wurde. Nur wenn der Rand des Wavers ins Bild kommt, sieht man, wie schnell und präzise diese Maschine arbeitet. Jetzt heißt es für die Chip-Geschwister Abschied nehmen. Vielfach auf richtiges Funktionieren geprüft, kann nun jedes einzelne von ihnen seine Aufgabe in einem Computer übernehmen. In dieser Maschine wird der Waver zunächst justiert. Durch Kantenvergleich stellt man fest, ob er richtig sitzt, damit die Präzisionssäge durch die Waver-Oberfläche hindurch das schachbrettartige Chipmuster exakt zerteilen kann. Danach eine ordentliche Wäsche, wie in einer Autowaschanlage. Alle schädlichen Schmutzpartikel werden weggeschrubbt. In dieser Brechmaschine erfolgt nun die endgültige Trennung in Einzelchips. Der gebrandmarkte Ausschuss wird gleich weggeworfen. Die Bekleidung für die Chips liegt schon bereit. Es sind Keramik- oder Plastikgehäuse mit Anschlussbeinchen außen und Kontaktpunkten fürs Chip innen. Das Chip wird in der Mitte festgeklebt, eine Arbeit für zielsichere Hände. Die Nähmaschine der Chipschneiderin wartet schon. Da die Verbindung von Chip und Außenwelt in der Elektroniksprache Bonden heißt, nennt man solche Geräte Bonder. Wie man gut erkennen kann, wird beim Bonden ein hauchdünner Goldfaden von Anschlusspunkt zu Anschlusspunkt verlegt. Auch hier geht nichts ohne Mikroskop. Kontrollieren ist besser als ein unentdeckter Fehler. Sitzen alle Drähte, steht das Chip noch einmal im Rampenlicht. Bühne frei für eine letzte Sichtkontrolle und einen letzten Test, bevor das Chip in die ewige Dunkelheit eingeschlossen wird. Der Grundstein für ein funktionsfähiges elektronisches Bauelement ist gelegt. Das Schließen des Gehäuses mit der Deckplatte ist die Krönung einer langen Kette von Bearbeitungsschritten. Geschafft. Jedes Chip, denn auch mit Gehäuse behalten diese Bauelemente ihren Namen, bekommt seinen Familienstempel eingebrannt. So wie auch menschliche Geschwister die unterschiedlichsten Charaktereigenschaften aufweisen, unterscheiden sich auch Computerchips. Die einen sind besonders schnell, die anderen leisten bei einer bestimmten Anwendung schier Unglaubliches. Wieder andere verbrauchen weniger Energie und so weiter. Das ist der Grund, warum man sie in diesen Maschinen noch einmal einem Charaktertest unterzieht und nach bestimmten Kriterien sortiert, bevor sie verpackt werden. Die große Reise beginnt. An vielen Orten auf der Welt werden die Chips für den Bau von Computern benötigt.
Der Transport zu einer Commodore-Fertigungsstätte erfolgt so schnell wie möglich mit den jeweils günstigsten Verkehrsmitteln. Die Computerplatinen, das sind Platten, auf denen Chips und andere Bauelemente, wie zum Beispiel Widerstände oder Kondensatoren zusammengebaut werden, bilden die Grundlage eines jeden Computers. So wie das Innere eines Chips bestimmte Funktionen ausführt, führt auch die Computerplatine bestimmte Funktionen aus. Ein Vergleich. Chips sind gewissermaßen Organe wie beim Menschen das Herz, die Nieren oder die Leber. Jedes Organ hat eine andere wichtige Aufgabe zu erfüllen. Der Körper, die Computerplatine, funktioniert nur, wenn alle Organe zusammenwirken. Tun sie das, so kann der Körper als Ganzes selbst wieder im Verbund mit anderen Körpern wichtige Arbeiten verrichten. So arbeiten auch die Computerplatinen mit anderen Baugruppen zusammen. Ein Computer entsteht. Die Reise ging nach Deutschland, genauer gesagt nach Braunschweig. Dort erfolgt der endgültige Zusammenbau der Computer, vom kleinen bis zum großen Gerät. In Braunschweig liegt die Qualität der Commodore-Produkte in den Händen bewährter Arbeiterinnen und Arbeiter. Hier ist gerade wieder eine Sendung Computerplatinen aus dem Commodore-Werk in Hongkong gekommen, das für die Bestückung der Platinen im weltweiten Fertigungsverbund zuständig ist. Der Computer, der daraus entstehen soll, heißt Commodore 64. Sein Gehirn wurde zwar bereits auf einer Leiterplatte zusammengebaut, aber bevor es zu denken beginnt, muss es sich noch einer Generaluntersuchung unterziehen. Funktionieren seine Sinne auch richtig? Farbe, Grafik, Musik und so weiter? Ein Test- und Prüfprogramm gibt Aufschluss. Dann wird das Computergehirn auf seine letzten Feinheiten getrimmt und justiert. Der Computer bekommt seinen Körper. Begleiten wir doch einmal diesen Commodore 64, der sich seine eigene Montage ansieht. Arbeiterin baut Computer für Computer allein zusammen. Qualität aus einer Hand. Für die Frauen ist das eine wesentlich interessantere Arbeit als das Ausführen einiger weniger Handgriffe. Fließbandarbeit gibt es nicht. Schon wieder wird getestet, diesmal auf Dauerbetrieb. Der Härtetest soll zeigen, ob die Computer auch zu Hause bei den Benutzern über längere Zeit hinweg einwandfrei arbeiten. Aufgereiht in langen Regalen müssen sie beweisen, dass sie Kraft und Ausdauer besitzen. Schlappmacher werden sofort in die Mangel genommen und auf Vordermann gebracht. Aber auch die, die den Härtetest bestanden haben, sind noch nicht aus dem Schneider. Sie müssen sich letzten kosmetischen Eingriffen unterziehen und zeigen, ob sie Vokabeln und Kopfrechnen beherrschen. Auch dafür gibt es eine spezielle Schulaufgabe. Erst wenn auch die gelöst ist, ist die Reifeprüfung geschafft. In der Zwischenzeit werden in anderen Räumen Diskettenstationen zusammengebaut. Ihre Aufgabe ist es, die geistige Arbeit der Computer auf kleinen Magnetplatten aufzuzeichnen. Langsam füllt sich ihr leeres Gehäuse.
Auch hier wird wieder getestet, geprüft, kontrolliert. So lange, bis die Qualität nichts mehr zu wünschen übrig lässt. Made in Germany, Werk Braunschweig. Das bedeutet für die Commodore-Mitarbeiter sichere, zukunftsorientierte, freundliche Arbeitsplätze. Endlich! Der lange Herstellungsweg vom Sandkorn zum Computer ist geschafft. Die nächste Reise ist eine Jungfernfahrt. Mit allen erforderlichen Testzertifikaten ausgestattet und bruchsicher verpackt, gehen unsere Computer auf Braut oder besser auf Kundenschau. Lange kann die Warterei nicht dauern. Millionen von Commodore-Computern stehen inzwischen überall auf der Welt im Dienste ihrer Besitzer, die mit ihnen spielen und lernen, arbeiten und steuern, kontrollieren, schreiben, programmieren und. Wer denkt, wenn er mit diesem Computer arbeitet, noch daran, wie schwierig es war, ihn zur Welt zu bringen? Ein bisschen aber sollte man vielleicht doch noch staunen, welch fantastische Dinge er zustande bringt. Der Weg vom Sandkorn zum Computer ist ein Hürdenlauf. Jedes Gerät, das ihn geschafft hat, kann stolz auf sich sein. Oder besser, sein Besitzer kann stolz darauf sein. Denn es gehört zur großen Familie der Commodore-Computer, die weltweit Maßstäbe setzen. Vor allem aber, die ihren Besitzern viel Freude machen. Commodore. Eine gute Idee nach der anderen.